Lasst uns das Marius-Video gucken. Das heißt nämlich. Das heißt nämlich, wir waren unfair zu Emos. Eins in den Chat, wenn ihr Emos wart, heute noch seid. Und auch eins in den Chat, wenn ihr niemals Emos wart. Eine der letzten großen Jugendkulturen Revue passieren. Nimm sie kritisch unter die Lupe, aber schau noch darauf, was schön, witzig, cringe und vielleicht sogar nachhaltig war. Heute geht es um Emo. Nein! Marius. Okay, wenn es um die Jugendkultur Emo geht, kommt man schlecht umher, festzustellen, dass das Ganze... Pass auf, ich gehe rein. Ich gehe direkt mit Anlauf. Und zwar Outfit... Cringe. Musik? Schmeckt. Chemical Romance, Panic at the Discotheque, Blink-182, Metallica, alles tiptop Musik. Aus der Musikszene heraus geboren ist. Und deshalb dampfen wir jetzt ganz schnell die Emo Music History herunter, die sich mehr oder weniger in vier Phasen unterteilt. Phase 1. Um 1980 herum entsteht in der Hardcore-Punk-Szene der USA, genauer gesagt in Washington, eine neue Unterform, die sich den politischen und nihilistischen Inhalten und Lyrics entledigt, den Fokus dafür auf etwas anderes legt, nämlich persönliches, gefühlvolles und emotionale Texte. Als Startpunkt gilt da unter anderem wegen Emos die Band Rites of Spring, auch wenn die persönlich jetzt vielleicht nicht ganz d'accord damit sind, aber dazu kommen wir gleich. Phase 2. In den 90ern greifen US-Midwest-Bands diese Bewegung auf und verstärken einen Fokus ganz krass, den Schmerz. Ab hier kann man das Ganze dann auch mehr oder weniger als homogene Untergrundbewegung bezeichnen. Bands wie Cap'n Jazz oder The Promise Ring fehlen aber halt noch, naja, wie es als Untergrundbewegung als. Ich weiß noch, wir haben Emos gehasst damals. Ich weiß nicht, woher es kam. Wir hatten auch keine Emos, glaube ich, so im Freundeskreis. Aber wir wussten, wenn wir einen sehen, dass wir den verachten. Und zwar wirklich bis aufs Blut. Das ging so, also hätten wir uns damals was getraut, hätten wir die auch auf Bahngleise geschubst oder so. Ich weiß nicht, wo es herkam. So ist so Speerspitzen der Szene. Womit wir da sind, wo die meisten, inklusive mir, vermutlich mit eingestiegen sind. Phase 3. Wir finden uns irgendwo um die Jahrtausendwende und Pop-Punk trifft auf Emo-Core. Und die beiden vermischen sich so arg, dass die Grenzen langsam aber sicher komplett fließend werden. Was mehr oder weniger an... Wenn I was a young boy. Bäm, 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 bäm. Fängt mit zum Beispiel, ja, Jimmy Eat World, mündet relativ schnell in Bands wie Panic at the... Lieben wir. Panic at the Discotheque, lieben wir. I Write Sins, Not Tragedies, Banger-Track. Disco, Fallout Boy, Paramore oder My Chemical Romance. Ist unhatebar, höre ich heute noch. Ist mir auch egal, ob jemand sagt, das ist Emo oder nicht. My Chemical Romance, kenne ich auch nur geile Tracks. Gibt keinen, den ich skippe. Und ehe man sich versieht, hat die Szene plötzlich, ja, mehr oder weniger Stars und Poster-Childs, die als Identifikationsfigur dienen. Hayley Williams von Paramore oder Gerard Way von My Chemical Romance. Phase 4 geht da. Ich meine sogar, wenn ihr Umbrella Academy kennt, ich glaube, hat das nicht der Sänger gezeichnet von MCR? Umbrella Academy? Also guckt euch Umbrella Academy an, ist geil. In meiner Wahrnehmung in zwei Richtungen. Zum einen gab es dann mit dem Screamo eine erneute Weiterentwicklung der Emo-Core-Musik, die aber dann doch nochmal viel edgiger ist und sich im Gegensatz zu der eher poppigeren Ausrichtung viel härter abgrenzt. Bands, die ich zum Beispiel zu der Zeit gehört habe, waren Story of the Year oder Silverstein. Und weiter down the road gibt es dann natürlich jetzt mittlerweile so 20 Jahre danach auch in gewisser Weise Emo-Legacy. Ja, zum einen die Bands aus sämtlichen Phasen, die wir gerade aufgeführt haben. Ich kenne Paramore, sagt mir irgendwie nix. Also wir hatten, ich überlege gerade, unser unreflektierter Hass, der war ja bei Tokyo Hotel genauso. Tokyo Hotel fand ich damals sogar gar nicht so scheiße. Aber weil alle das scheiße fanden, weil das ist ja ein Junge, aber der verhält sich wie ein Mädchen, war man da natürlich auch aus Prinzip dagegen. Aber die Musik habe ich, glaube ich, damals schon gehört. Hab dann immer gesagt, nee, ist nicht Emo, ist My Chemical Romance.
die heute noch präsent sind. Paramore, My Chemical Romance, die sich auch schon bei weitem abgegrenzt haben von der Musikrichtung. Und auf der anderen Seite gibt es eine Generation an neuen Bands und MusikerInnen, die sich eben auf irgendwas dieser History beziehen und da ja dann mehr oder weniger in einer Emo-Tradition stehen. Wenn ich aber in der Recherche, insbesondere zu dieser musikalischen Kausalität der Ereignisse, irgendwas gelernt habe, dann dass Emo gleichzeitig vieles, aber auch nichts. Und ich habe es ja gerade schon angedeutet, Guy Picciotto, der Sänger der sogenannten Ursprungs-Emo-Band Rites of Spring und später auch bei Fugazi, die kennt man vielleicht sogar noch eher, der sagt selbst... Ich habe übrigens jetzt nur mal ganz kurz in mein Privatleben eingetaucht. Ich war letztes Jahr mittlerweile auf einem Festival und da im Tokyo Hotel gespielt. Und ich war mit Glenn, also Glenda Strauss, und ich habe gesagt, Glenn, ich will unbedingt zu Tokyo Hotel. Wenn die schon mal spielen und ich bin auf dem gleichen Festival, ich habe schon bezahlt, ne? Wir gehen da jetzt hin. Und da habe ich mir mit Glenda wirklich das ganze Tokyo Hotel Konzert reingezogen. Und das war nicht scheiße. Na? Wir haben natürlich die ganze Zeit drauf gewartet, dass die Monsoon spielen, so wie alle anderen, die auch da waren. Und die haben schon zu Anfang gesagt, hier, wir spielen übrigens nicht gleich zum Anfang Monsoon. Sondern die haben es natürlich als allerletztes gespielt. Aber war schon, also ich würde jetzt nicht nochmal hingehen, aber war schon witzig. Zu der ganzen Thematik, der Mann mit war Emo nie ein Musikgenre. Für mich waren alle Bands, in denen ich gespielt habe, Punkrock-Bands. Weil die Bad Brains waren etwa nicht emotional. Das macht für mich alles keinen Sinn. Und auch 20 Jahre und viele Phasen später muss man konsternieren, ja, irgendwo hat er recht. Denn Emo war im Grunde erstmal immer nur eine einzige Sache. Und zwar eine Silbe. Ja, eine Silbe, die man mehr oder weniger beliebig vor irgendein Genre, meistens im Rock-Punk-Kosmos gepackt hat, um zu signalisieren, oh, hier könnte es um Gefühle von Menschen gehen. Ja, also, es hätte man quasi gesagt, so Green Day haben die längste Zeit in den 90ern Fun- und Pop-Punk gemacht und dann haben sie einen krassen Genrewechsel vollzogen, nämlich Polit-Punk. Ja, US-amerikanischer populärer Polit-Punk. Eigentlich wild, ne? Als hätte Musik vorher niemals Emotionen als Thema gehabt. Aber im Grunde, das ist jetzt eine erste kleine Analyse, war diese Silbe vielleicht auch ein bisschen abwertend gemeint, ja, weil in so einem männlich dominierten Genre wie dem Punkrock es vielleicht auch einfach ein bisschen uncool war, offen über seine Gefühle als Mann zu reden. Aber ist nur so eine Vermutung. Entstehung und Entkopplung. Ja, wie bei jedem so popkulturellen, gesellschaftlichen Phänomen lässt sich jetzt nicht exakt pinpointen, wie, wo, wann jetzt irgendwas entstanden ist. Was ich euch aber gern vortragen möchte, sind gewisse Zustände und Umstände, die die Emo-Bewegung auf dieser Welt, aber explizit auch in Deutschland, begünstigt hat. Zum einen gab es Übersee in den USA, eine kleine, aber feine Bewegung in den 90ern, die wurde als Mall Goths getauft. Oh ja, Hot Topic Mall Goths. Ich liebe diese South Park-Folge mit den Vampire-Kids, die alle zu Vampiren werden, weil sie bei Hot Topic einkaufen, was ja im Endeffekt so X-Tracks für Amis ist. Geil! Oh, da spielt in meinem Kopf sofort auch American Idiot aus irgendeinem Grund. Also sozusagen Gothics, die in der Einkaufspassage abhängen, um sie jetzt mal frei zu übersetzen. Siehst du die da auch so mit der Kaffeetasse immer in der Hand, die Vampirkinder so. Scheiße, Mann. Meine Mutter wollte mich gar nicht aufs Billy Talent Konzert fahren. Ja, echt? Scheiß Konformisten. Genau. Twist an dem Ganzen war, dass das einfach Goths waren, die sich zwar an der Subkultur bedienen, ohne aber dabei dem eigentlichen Ursprung zu frönen. Ja, also sei es jetzt das Musikalische oder sich damit zu beschäftigen, wo das Ganze herkommt, sondern einfach nur ja, gewisse Teile, die selbst irgendwie cool für einen sind, adaptieren. Also so quasi kulturelle Aneignung des kleinen Mannes. Dementsprechend gab es da bei weitem nicht zum ersten Mal, aber immerhin auch zeitlich sehr nahe und im Style sehr nahe eine Entkopplung zwischen Musik und Style. Etwas später in den 2000ern kommt dann das Internet ins Spiel. Genauer gesagt, erste Social-Media-Plattformen, die eine krasse Vernetzungsmöglichkeit für Bewegung darstellen. Ihr wisst, was ich meine. MySpace. Und da war eben vor allem noch... Lieben wir. Ach, guck mal, Windows XP, ne? Also, der zieht auch alle Register. Windows XP und MySpace... Ey, da habe ich aber, da ist ich, hier irgendwo muss doch Emule sein, hier im Tray, da ist doch jetzt irgendwie gerade
Emule auf Razorback 2.0 connected. Kann mir keiner. Ach, herrlich. Das Besondere, dass MySpace explizit eine Schnittstelle zwischen. Ah. Ah. Benutzer, Popkultur und Musik dargestellt hat. Ja, also ich persönlich war auch bei MySpace, aber nur, weil meine Band da einen Account hatte und man dachte, das ist cool, damit man mehr Reichweite hat. Ich habe die einzige Band, die ich kenne, die wirklich groß über MySpace geworden ist, waren die Arctic Monkeys, wenn ich mich nicht völlig irre. Was ich aber sagen will, privat wurde das hier in Deutschland eher weniger genutzt. In meinem Umfeld kenne ich nur ein paar Leute, die damals mit meiner Band befreundet waren. Und ich hätte so gerne nochmal mein altes MySpace-Profil gesehen. Das, ich weiß, ich habe es leider gelöscht, als ich damals dieses Kapitel für immer abgeschlossen habe. Heutzutage würde ich wirklich gerne nochmal in die Vergangenheit gucken. So alles, was ich damals so geschrieben habe und für richtig gehalten habe, was ich für Fotos hochgeladen habe, ich weiß ja noch, wie ich damals ausgesehen habe. Ich würde bezahlen. Ich würde wirklich bezahlen. Und das waren aber alles irgendwie Emos. Und dann zuletzt natürlich, wir haben es uns eben schon erarbeitet, die Bands, ja, die zwar die Musik einer Generation machten, aber mehr denn je als Style-Pate standen. Hayley Williams sah eine gewisse Zeit einfach schrill und punkig und auch in gewisser Weise emo aus mit den roten Haaren und der Frisur. Gerard Way hatte eine emo-looking-Phase. Oder Olly Sykes von Bring Me The Horizon, der eine Zeit lang aussah wie jeder Emo-Boy ever, der auf irgendeinem Bahnhofsvorplatz in Deutschland campt und zu irgendeinem Treffen pilgert. Oder einige werden es vielleicht nicht so gerne hören. Nobody cares if I'm dead or alive. Oh, what a wonderful life. Du, 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 du. Wenn wir regional bleiben, Bill Kaulitz. Und man kann es zwischen den Zeilen vielleicht schon ein bisschen ablesen. Das Ganze hatte zwar mit einer musikalischen Idee oder Bewegung zu tun, hat sich dann aber vor allem, als es dann auch nach Deutschland rübergeschwappt ist, geäußert in einem Style und in einem Lebensgefühl. Und wir jetzt schon die ganze Zeit so ein bisschen drumherum geschippert sind. Wir sind in Deutschland, wir sind bei der Jugend. Also kommt doch mit mir. Wir gehen auf den Schulhof. Irgendwann Mitte der 2000er. Nein. Wir gehen nicht zurück in die Schule. Auf gar keinen Fall. Können wir lieber Jumanji gucken oder so? Bitte nicht. Ich will nicht in die Schule zurück. Ich will Jumanji gucken. Na, ich hab mir jetzt Jumanji, habe ich auf Blu-ray, habe ich mir gekauft. 3 Euro gebraucht. Na. Ich werde den Film dann auch anmachen. Exakt mit den Worten. What year is it? Waren Emos da. Und ich glaube auch jeder, der da so um die Zeit jugendlich war, kennt diese eine Person, die eines Morgens an die Bushaltestelle kam. Den alten oder den neuen? Sag mal, wollt ihr mich verarschen? Wollt ihr mich beleidigen? In meinem eigenen Stream, kommt doch hierher und spuckt meinem Hund ins Gesicht. Als würde ich mir den neuen Jumanji auch nur angucken für umsonst. Also ihr seid manchmal schäme ich mich. Und völlig anders aussah. Grüße an der Stelle an Sascha übrigens. Und inhaltlich ging es der Bewegung, sage ich jetzt mal im Großen und Ganzen, darum, Gefühle innerhalb der Szene offen auszuleben und zu kommunizieren und das eben mit einem gewissen Style nach außen zu tragen. Der hat dann eben auch super viele Versatzstücke, also Bands und Chucks aus dem Punk, schwarzer Eyeliner, schwarze Kleidung und schwarze Haare aus der Gothic-Szene, dazu dann Röhrenjeans, Neon-Akzente oder karierte Muster in der Kleidung oder auch Bandshirts, hat man glaube ich auch sehr oft gesehen. Und das alles... Karierte Muster waren teilweise geil. Ich hatte so einen Gürtel, der war so schwarz-weiß kariert. Also wie so ein Schachbrett. Der hat mir schon Props gebracht. Und ich habe damals auch schon Eyeliner getragen. Aber ich dachte auch zu dem Zeitpunkt, ich wäre Captain Jack Sparrow. Ja, das muss man auch noch dazu sagen. Dann um, so wie es mit Kleidung und Accessoires eben ist, ja, wie bereits gesagt, das Innere nach außen zu tragen. Das war dann genauso sehr eine Teilhabe an einer Bewegung, als auch eine krasse Abgrenzung gegenüber allen anderen Subkulturen und Bewegungen und Styles, die da draußen so rumgefleucht sind. Ich kann mich halt auch noch daran erinnern, dass bei uns auf dem Schulhof das eben damals so war, ne? Dass es auf der einen Seite eben diese Emos und Punker gab, geil. Auf der anderen Seite, ja, das krasse Beispiel wäre wahrscheinlich die krasse Gegenbewegung, einfach die Hopper. Das war jetzt in meiner spezifischen Erfahrung nie so von... Hopper haben wir übrigens selbstverständlich auch verachtet, ne? Das ist ja auch logisch. Das ist ja auch der Mettler in mir, der Benevolente, der natürlich dem Hopper gegenüber nichts als Verachtung hat. Denn der Metaller ist ja bereits die Krone der Schöpfung, intellektuell sowie sexuell. Und das brachiale Gegenstück dazu,
quasi die Reste-DNA, die in die Form gepresst wurden, war der allgemeine Hip-Hopper. Für den hatten wir nichts als Verachtung. Hingegen uns eine elitäre, intelligente Elite. Feindseligkeiten geprägt, aber was es war, ist, ich empfand das immer als extrem ernst. Ja, also man hatte irgendwie immer das Gefühl, dass man so gar nicht dahin durchdringen kann, was diese Menschen eigentlich sind. Also was verbirgt sich so hinter diesem schwarz gekleideten Typen, dessen Augen man jetzt eigentlich gar nicht sieht? Oder habe ich überhaupt irgendeinen Zugang zu diesem Girl, das neonpinke Strähnen in ihren schwarzen Haaren hat? Ja, dabei, das sehe ich jetzt aus heutiger Sicht irgendwo so, wenn ich da drauf blicke, ja, das waren ja alles Jugendliche. Also das waren auch alles irgendwie völlig konfus, verrückte Kinder in ihrem Kopf, die versucht haben, irgendwie einen Platz in der Welt zu finden, die aber meistens auch irgendwie so ein bisschen aus so privilegierten Haushalten kamen, wo man sich sowas auch mal ja, leisten konnte. Hm. Und vor allem deren Eltern wahrscheinlich alle irgendwie so Elke und Steffen hießen. Ja, und für mich. Moms neuer Multivan. Nicht ganz so konformistisch wie der alte Toyota. Ja, das mit dem privilegiert, das kann man sich schon gefallen lassen. Ich waren das so unantastbare Wesen, an die ich gar nicht so herantreten kann. Ich weiß nicht, ob man das nachempfindet, genau. Aber gerne mal in die Kommentare schreiben, ob das irgendwie nachvollziehbar ist. Und was ich damit auch meine ist, das würde ich aus heutiger Sicht so formulieren, dass ich diese Emo-Bewegung immer als unglaublich homogen wahrgenommen habe. Es war eben nicht so, dass man nur aufgrund des Styles schon erkennen konnte, wo sich jetzt diese Person zugehörig fühlt, sondern es gab auch so eine gewisse Art der Außendarstellung, die gelebt wurde, die sichtbar gemacht wurde und die, ja, so Gimmicks würde ich wahrscheinlich heute sagen. Ich habe ein paar Gimmicks zusammen. Meint er jetzt heterogen? Zusammengefasst. Zum einen war natürlich der Emo-Stern überall. Es gab dazu diese völlig absurde Abwechslung von Groß- und Kleinschreibung, die man dann im Internet, vor allem eben aus dieser Szene... Echt? Daran erinnere ich mich nicht. Ich weiß, dass man die Namen bei MySpace damals, die hatten so viele Schnörkel und Sonderzeichen. Also der eigentliche Name war, man möchte fast sagen, komplett entstellt, weil auch alles... Also S zum Beispiel durch Dollarzeichen ersetzt wurden, aber es wurden auch ganze Schnörkelkombinate vor und nach dem Namen gemacht. Auch mit Herzen, kleines X, großes X, Unterstrich, Herzen, Butterfly, dann so ein Herz und dann Core für Butterfly Hardcore und all, also das mit dem Groß und Klein kenne ich nicht. Immer wieder wahrgenommen hat, ich bis heute nicht so richtig kapiere. Aber ich habe es auch dann und wann gemacht. Ich fand es eigentlich auch ganz cool. Ist aber nicht mit Leadspeak zu verwechseln. Leadspeak komplett was anderes und immer noch cool. Ja? Eine E als drei schreiben ist elitär. Cool. Und überhaupt die ganze Internet-Lingo, die da so aus der Szene kam mit dem X. Drei ganzen Sonderzeichen, die in der Sprache irgendwie aufgetaucht sind. Das Bra will ich auf keinen Fall verheimlichen. Dann gab es natürlich auch noch die ikonischen Blitzlicht-Selfies aus der Draufsicht, wo quasi alles überbelichtet war, außer die Haare und die Augen und das krasse Make-up. Also eigentlich auch ein ziemlich guter Selbstzweck. Und manchmal waren... Stimmt, ich erinnere mich. Wir haben früher, als das Selfie erfunden wurde, haben wir immer gesagt, du hast so ein Emo-Bild von dir gemacht. Da mussten wir ja damals noch Kameras für nehmen. Na, wir hatten ja gar nichts. Die Handys damals waren groß gelb und da stand drauf Deutsche Bundespost. Wir hatten gar keine Handys, die sowas konnten. Und wenn, dann konnten sich nur die 5 reichsten Könige von Europa überhaupt sowas leisten. Und wir haben Selfies damals immer als Emo-Fotos bezeichnet. Dann da auch noch so die Badezimmer verließen aus dem elterlichen, gutbürgerlichen Haus mit drauf, was dann aus heutiger Sicht wahrscheinlich auch nochmal den Konflikt beschreibt, den man in der Szene gefühlt hat, ja, zwischen gutbürgerlichem Leben und der absoluten, völligen Abgrenzung von all dem. Dazu, das wird jetzt vielleicht ein bisschen nischig sein, gab es hier im Saarland vor allem immer wieder Social-Media-Plattformen schon relativ früh, ja, also es gab da zum einen schon Mitte der 2000er saarländer.de und danach dann so als Wachablösung Gesichterparty. Ich kenne tatsächlich Partygesichter, aber nicht Gesichterparty. Oh geil, so haben Webseiten damals ausgesehen, ne? Köstlich. Auch mit Gästebuch wahrscheinlich, oder? Startseite, Team, Terminkalender, Location. Bin heute eigentlich zum ersten Mal der AA, aber never mind. Ach, für mich fühlt sich so an, als wärst du schon immer da. Dankeschön für 2 Monate. Hier, Gästebuch, ne? Ach. Und auch. Ich habe draufgeklickt, es hat sich nicht geöffnet.
da war das Ganze gelebt. Und da wurden dann die Profile auch mit genau dieser Lingo ausgeschmückt und diesen Bildern. Und das war eigentlich eine Ästhetik, an der man dann eben auch im Internet schon signalisiert hat, wir sind hier irgendwo zugehörig. Und der Username war dann irgendwie sowas super Deepes, Drowning in Tears, X3 oder irgendwie so. Death Firestorm of Hell 666. Was ich aber sagen will, diese frühen Social-Media-Tage in Deutschland, wahrscheinlich auch mit Schüler-VZ, da habe ich aber keine Ahnung, waren Nährboden für diese Emo-Bewegung. Ja, es gab dazu noch Emo-Foren, es gab Emo-Treffs in ganz Deutschland, überall auf Bahnhofsvorplätzen und Wiesen in der Stadt waren die besetzt. Da gibt es auch eine verrückte Doku bis heute auf YouTube, wo in Stuttgart monatlich das größte Emo-Treffen einfach mit hunderten Jugendlichen irgendwie stattgefunden hat. Und generell muss man eben einfach sagen, ich habe es schon mehrfach angedeutet, oh dieser Gott. Style und diese Lebensphilosophie hat auch in gewisser Weise für Jugendliche eine Art Safe Space kreiert. Aber wie das dann so ist, wenn etwas zu groß wird, stürzt sich der böse Mainstream drauf und Emo wird plötzlich Kommerz. Es gibt bis heute noch super viele Dokus, Reportagen oder TV-Beiträge von, keine Ahnung, TAF oder Punkt 12, die man auf YouTube dahingehend gucken kann. Ich habe es ja gerade schon kurz erwähnt. Man findet auch bis heute noch dieses Video, was, glaube ich, auch irgendwie jeder mal gesehen hat, der sich im Internet aufgehalten hat. Das stirbt nicht aus, dieses Video. Von dem Emo-Mädchen, das Freunde sucht und das wird dann auch über die Jahre immer mal wieder rausgeholt und tot gemimt, weil es aber eben auch ja so eine, wie so eine Zuspitzung von allen Klischees ist, die man so mit Emos in Verbindung gebracht hat. Und die Höchststrafe war dann natürlich, dass auch irgendwann unser aller Lieblingsmagazin, nämlich die Bravo, auf den Zug aufgesprungen ist. Zum einen findet man online noch eine Foto-Love-Story, wo es um Emos ging. Man findet auch noch online... Ich glaube, ich habe nie eine Bravo besessen. Also gelesen in einer Safe, aber ich glaube, ich habe mir das nie gekauft. Ich habe Screen Fun, habe ich gelesen, oder GameStar oder so, aber Bravo, auch schwierig, ne? Hat man damals nackte Minderjährige gesehen in der Bravo. Naja. Aus der polnischen Bravo ein Make-up-Tutorial, um quasi auszusehen wie Pete Wentz, der Bassist von Fall Out Boy, und da war dann sogar in der Zeitschrift ein Kajal oder irgendwie sowas. Also es hatte absurd. Meine Mutter hat mir die Bravo früher gekauft, weißt du, das Witzige ist, dass du das einfach mit diesem Dachdach-Symbol gemacht hast, die Nachricht. Das ist für mich quasi, das bringt auch die Emo-Phase so ein bisschen zurück, wenn du einfach den Satz mit Dachdach beendest. Das ist so der Zahn der Zeit. Absurde Züge, aber gleichzeitig ist es auch genau das, was man erwartet, wenn man denkt, oh, die Bravo nimmt sich Emos an. Das Ganze wurde dann natürlich auch ja abgeschwächt in einen kompletten Mainstream und in, ja, privatisiert, in den Alltag übernommen. Und wer jetzt mal Buddha bei den Fische? Wenn man das ist doch keine Möwe, das ist so, das sind so Augen, die so Uwu halt so. Okay, also das ist ja wohl. Kennt man ja wohl, das ist ja eindeutig klar, da ist da so ein feixendes Fröschlein oder was auch immer das sein soll. Kurz drüber nachdenkt, mit welcher Frisur Justin Bieber so 2008 rum der Welt das erste Mal unter die Augen getreten Moin, ist. Moin, Kerne! Da. Ja, das war doch Emo. Justin Bieber hat objektiv Emo-Pop gemacht. Und dann kann man jetzt natürlich gehässig sagen, und ich lache ja auch die ganze Zeit so ein bisschen über die ganze Sache, dass Emo dann endlich da war, wo es hingehört, nämlich zu den Kleinen, lass die mal ihre harmlosen Sachen damit machen und sich irgendwie manchmal die Augen schwarz schminken. Aber ich glaube, damit tut man der Bewegung Unrecht und es ist vor allem auch viel mehr als das bisher Beschriebene. Und ich fand viel besser, wenn Eltern dann gefragt haben, ob das Satanismus ist. Ja, ob das... Da werden dann die Kinder irgendwann so ins Esszimmer gerufen. Also sag mal so, Torben, Jean-Pierre, Oliver, hier. Dieser Satanismus, den du da jetzt machst, da haben wir Angst. Ist das Sadomaso, Satansanbetung, was ihr da macht? Wir machen uns Sorgen um dich. Wisst ihr, wem ihr Unrecht tut? Richtig. Mir, wenn ihr diesen Kanal nicht abonniert. Wir haben die 25.000 schon geknackt und ich würde jetzt einfach mal so 30 in die 30.000 ausrufen als nächstes Ziel. Hätte ich mega Bock drauf. Liked doch super gern dieses Video und schreibt mal eure liebsten Emo-Vertreter-Bands in die Kommentare. Denn wenn das Video rauskommt, heute am Sonntag sind wir um 18 Uhr drüben auf Twitch live und reden nochmal über das Ganze. Vielleicht ranken wir auch ein paar Emo-Bands. Und falls ihr das verpasst, könnt ihr liebend gerne auf den Zweitkanal gucken. Twitch.tv/Harkon, genau. Wirklich, da geht die wilde Sau ab. Ich schwör's euch, das lohnt sich. Da haben wir schon Entertainment-Tierlists gemacht, Songs gerankt und was nicht alles. Ich habe meine Tierlist gemacht, indem ich Obst und Gemüse gerankt habe. Fanden alle geil, ne? Die waren auch alle meiner Meinung.
Scheiß Edgelords, ey. Kommt da gerne rüber, da stehen wir jetzt auch irgendwie bei 1500. Und setzen wir uns natürlich gleich drüben auf Twitch. Und jetzt geht's weiter. Dimension, Triggerwarnung, selbstverletzendes Verhalten. Ein Thema, mit dem sich die Emo-Bewegung immer wieder konfrontiert sehen musste, war selbstverletzendes Verhalten. In Deutschland habe ich das vor allem immer wahrgenommen unter dem Begriff Ritzen. Ich will da ganz ehrlich mit euch sein. Das ist eine Seite an der Sache, die es gab. Es wurden mit Sicherheit in Foren Bilder von vernarbten Armen gepostet und glorifiziert und als Mutmacher und weiterer Katalysator dafür irgendwie gesehen. Und natürlich ist das kritisch zu betrachten und zu verurteilen. Und da hätte es müssen Aufklärung geben und therapeutische Unterstützung für betroffene Jugendliche. Wenn ich aber jetzt einen großen Schritt mal weiter zurückgehe und auf diese Emo-Bewegung als... Ja, so hat keiner gedacht. Ne? Da hat man sich früher drüber lustig gemacht, von wegen, oh, Emo, komm, ritz dich mal. Also da, so empathisch waren wir jetzt damals nicht. Ganzes Blicke, dann sehe ich da so, wie es oft gelebt und gezeigt wurde, vor allem eine oft relativ homogene Gruppe, die es geschafft hat, so einen Safe Space zu kreieren, in dem sie gelernt haben, über Gefühle und Emotionen zu sprechen. Aber selbst wenn sie das nicht gemacht haben, wurden sie immer noch damit assoziiert und haben in diesen Räumen stattgefunden und mitgekriegt und wahrgenommen, dass es solche Möglichkeiten überhaupt gibt. Und was dann, wenn man jetzt so eine Kausalität weiterdenken möchte, im Umkehrschluss... Läuft doch wie geritzt. Wie ging diese ganzen Witze von wegen... Ach Gott, wie ging der denn? Irgendwie, was ist der Unterschied zwischen einem Emo und einer Pizza? Die Pizza schneidet sich nicht selbst oder so. Ich krieg den gerade nicht hin, aber da gab's etliche Witze damals. Schluss stattfindet, ist, dass sich da natürlich dann auch Leute eventuell wohler fühlen, die zu selbstverletzendem Verhalten neigen könnten. Aber da jetzt eine ganze Jugendkultur und Bewegung über einen Kamm zu scheren, bringt die ganze Sache letztlich auch nicht auf den Punkt oder irgendwie weiter. Gamer können da wahrscheinlich ein großes Liedchen davon singen. Grüße an RTL an der Stelle. Aber um da nochmal aus heutiger Sicht auch die undiskutierbar positiven Sachen in den Vordergrund zu stellen. Im musikalischen Kontext kann man Emo ja durchaus... Bitte, Gottes Willen, das war jetzt kein Aufruf hier. Emo-Witze, die sind, also keine Witze über selbstverletzendes Verhalten. Ja, der ich schon gebracht habe, war schon zu viel. Irgendwie vielleicht eine Entpolitisierung der Inhalte unterstellen, gerade deshalb, dass eben gerade all diese Ansätze aus der Punkmusik eben nicht übernommen wurden. Ja, also es war weniger ficktes System als mehr System in das zerfickte Hirn zu kriegen, weil wenn man da an der musikalischen Wurzel bleibt oder weitergeht bis in die Nullerjahre mit Paramore, My Chemical Romance, Schlag mich tot, dann war das alles irgendwie erstmal ja selbstbezogen, egozentrisch, aber auch ja einfach gefühlig, ja, und es war eine Auseinandersetzung mit dem Selbst, teilweise ein bisschen komisch, wenn man jetzt an Misery Business von Paramore denkt, völlig überdramatisch, wenn man jetzt My Chemical Romance zugrunde legt, aber im Grunde jetzt auch keine riesengroße Abweichung zu Mainstream-Musik. Wenn man das Ganze aber mal aus der rein stilistischen Sicht zu Ende denkt, dann unterstelle ich Emos in erster Linie auch mal einen mindestens kleinen Anteil daran, dass Geschlechterrollen zur Diskussion standen oder vielleicht sogar komplett aufgebrochen wurden. Dazu will ich euch noch kurz Kai vorstellen. Hat jemand auch gerade im Chat geschrieben, ne? Was ich rückblickend super spannend finde, dass das Queerness, zumindest in meiner lokalen Szene, viel mehr gelebt wurde. Jungs haben bei uns viel mehr mit Homosexualität rumexperimentiert, bevor es überhaupt annähernd normalisiert war. Das passiert, glaube ich, schneller in so Subkulturen. Ich glaube, dass auch in der Gothic-Szene war das jetzt nicht komplett abwegig. Aber ja, ne? Das ist doch cool. Kai ist nämlich ein fucking King und er hat in einer Doku vor 20 Jahren nämlich schon Folgendes gesagt und das Ganze ziemlich gut durchschaut. Die Feminisierung von Männern, die findet schon lange statt. Und Emos ist eigentlich der erste Stil, die wirklich dazu stehen und Öffentliches zugeben. Okay, auch wenn er da vielleicht... Ja, es ist ein bisschen... Die Femininisierung? Ja, nee. Aber er war... Etwas voreingenommen und arg biased ist von seiner eigenen Bewegung, von der er Teil ist, muss man festhalten, dass Emo das erste Mal war, dass ich persönlich Männer gesehen habe in körperbetonter Kleidung und Eyeliner. Und wenn ich Typen sage, dann meine ich andere damit halt Zeit. Legit junge Knaben, die sich da auch mehr oder weniger bewusst gegen alle herrschenden Stereotype gestellt haben. Und dazu, ich habe mich da eben schon ein bisschen so drüber lustig gemacht und gelästert, das bleibt hoffentlich unter uns. Emo war halt auch irgendwie in gewisser Weise auch so immer so eine
Privileged White Girl White Boy Sache, ja, die muss man sich auch leisten können, aber folglich wurden diese Konventionsbrüche auch gerade eben da erzeugt, wo sie am härtesten teilweise verankert sind, ja, bei Elke und Steffen. Emo war also vielleicht nicht in seiner grundsätzlichen Wurzel politisch, sondern eher erstmal nach innen gerichtet oder leidend, aber es war eine krasse optische Abgrenzung von allem, was vorher etabliert wurde, und es war eben auch indessen eben ein friedvolles, gemeinsames Zusammenkommen. Ja, also das mit dem Privilege teile ich nicht so. Ja, ist schwierig. Das ist ja, glaube ich, auch mehr so ein Bauchi-Bauchi-Gefühl, was er da hat. Ich kann schon nachvollziehen, was er da meint, aber ich kann da jetzt auch nicht so mit dem Finger drauf tapsen. Ne? Also es ist eher so Fühli-Fühli, als dass man es tatsächlich irgendwie untermauern könnte. Also um den groben Vergleich nochmal zu wagen, in dem zeitgleich überpopulären Deutschrap, ja, ging es vor allem um Geld, Macht, Frauen, Sonnenbänke. Darum, harter Kerl zu sein. Also es wurde auch immer in gewisser Weise eine Hierarchie oder ein Konkurrenzkampf, ein Konkurrenzdenken etabliert. Dagegen hatten wir hier sowas, wo sich so Gleichgesinnte zusammentun konnten. Und auch wenn diese Gegensätzlichkeit jetzt erstmal vereinfacht war, muss ich, glaube ich, nicht sagen, welche der beiden Jugendkulturen als mega cool und krass galt und welche verpönt war. Fazit: Emo und Emos haben sich... Wir mochten beide nicht. Wir sind nämlich Metaller gewesen. Die Elite der Musik. Hochgebildet, super schlau und aktiv wie ein sexueller Vulkan. Dann leider Gottes ähnlich, wie es bei Rock und Punk war, sehr einsam. Musik irgendwo auch war, in den 2010ern verdünnisiert und in eine kleine Nische zurückgezogen und nicht mehr so in einem Mainstream stattgefunden. Denn wie bei allen Sachen hat alles eine gottverdammte Halbwertszeit, und die, die sich gestern noch schrill gekleidet haben und Eyeliner hatten, mussten irgendwann bierernste Bewerbungsfotos schießen für die Ausbildung als Bankkaufmann. Das soll aber gar nicht abfällig klingen, ganz im Gegenteil. Ich bin jetzt mehr denn je der Meinung, dass die Welt unfair zu Emos war. Vor allem, weil gerade diese eine Silbe oft mit einer Abwertung einherging. Ja, also wenn du vielleicht als Jugendlicher irgendwie in nicht ganz so einer finessen Art und Weise über Social Media deine Emotionen verhandelt hast, entgegen allen anderen, ja, dann warst du leider... Ich denke auch, dass viele aus der Emo-Punk-Szene sind dann einfach Bankkaufleute geworden. Das ist halbwegs realistisch. Gottes eine größere Angriffsfläche. Aber wenn wir jetzt die ganze Zeit den Blick von außen in die Szene hineingerichtet haben, müssen wir auch mal ganz kurz den Blick aus der Szene heraus nach außen richten und feststellen, was ist das eigentlich für eine Gesellschaft, Schule oder privates Umfeld, in der sich Jugendliche dazu berufen fühlen, sich so stark abgrenzen zu müssen und sich in eine eigene Subkultur zurückzuziehen, um das zu verhandeln, was sie tatsächlich belastet. Und dass man dafür dann von der sogenannten Mehrheitsgesellschaft ausgelacht wird, ist ja dann im Grunde auch nur folgerichtig, wenn auch nicht berechtigt. Berechtigt hingegen ist das Abo auf diesem Kanal. Ja, ja. Wie gesagt, 30.000, habe ich mega Bock drauf. Wir sehen. Es war auch wieder ein gutes Video, ne? Kann man jetzt nicht. War wieder ein schönes Essay von Marius. Hat mir gut gefallen. Hier ist der Link für euch. Kost, Digga. Hören wir auch hier YouTube hier. Wenn ihr auch Emos seid, hier wird sich nicht über euch lustig gemacht. Nur ein bisschen. Aber ihr seht bestimmt super süß aus. Kommt auf Twitch, auch wenn ihr Hip-Hop hört. Ich bin mittlerweile viel schlauer als damals. Ach, ist mir auch egal. Kommt einfach rüber. Bringt eure Freunde mit. Ciao, YouTube. Macht's gut. Dass ich immer träume von nah.